Nach der heftigen Explosion im nordrhein-westfälischen Ratingen ist der Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Dem 57-Jährigen wird versuchter Mord in 9 Fällen vorgeworfen. Außerdem sei die Tat heimtückisch und gemeingefährlich gewesen. Er schweigt bisher zu Motiv und seinen Beweggründen. Inzwischen wurden weitere Details über ihn bekannt. Er gehörte der Prepper-Szene an. Das sind Personen, die Lebensmittel, Wasser und andere Gegenstände horten, um vor dem Weltuntergang oder Katastrophen gerüstet zu sein. Der Tatverdächtige läuft auf seinem Balkon im 10. Stock auf und ab, zeigt den Einsatzkräften den Mittelfinger. Kurz zuvor verursacht der 57-Jährige eine Explosion. Der Einsatz eigentlich Routine. Der Vermieter des Hauses hatte die Beamten gerufen. Wegen eines überquellenden Briefkastens bestand der Verdacht, dass eine hilflose Person gerettet werden muss. Bei diesem Versuch, dem gegebenenfalls Hilfsbedürftigen zu helfen, tatsächlich zu einer Attacke, zu einem Angriff auf die Einsatzkräfte gekommen, indem eine brennbare Flüssigkeit auf die Einsatzkräfte brennend ausgeschleudert worden ist. Bei der Flüssigkeit handelt es sich um Benzin. Mehrere Einsatzkräfte erleiden lebensgefährliche Verbrennungen von bis zu 40% der Körperoberfläche. Nach dem Zugriff wird auch eine weibliche Leiche in der Wohnung gefunden. Hier soll es sich um die Mutter des Mannes handeln, die bereits vor mehreren Wochen gestorben ist. Zudem entdecken die Einsatzkräfte im 2. Stock des Wohnhauses die Leiche eines älteren Mannes. Inwieweit sein Tod mit dem Einsatz zusammenhängt, soll eine Obduktion klären. Der Tatverdächtige ist bei der Polizei kein Unbekannter. Wegen Geldschulden liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor. Die Wohnung ist bereits vollständig durchsucht und kriminaltechnisch auch untersucht. Das Gleiche gilt auch für den Keller. Wir haben im Keller eine PTB-Waffe aufgefunden, die auseinandergenommen war, außerdem mehrere Messer und Dolche. Das Motiv der Tat ist noch unklar. Laut Ermittlern gibt es Hinweise darauf, dass der 57-Jährige ein Corona-Leugner ist. Gegen ihn wurde nun Haftbefehl wegen versuchten Mordes in 9 Fällen erlassen. Bisher schweigt er zu den Vorwürfen.